und herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Ich wollte mich einmal kurz vorstellen, ich bin Chrissy und ich wollte schon vor längerer Zeit einen Kanal machen. Habe mich jetzt heute dazu entschlossen, nachdem ich im Internet ein paar interessante Sachen gefunden habe, die ich gerne nachmachen möchte, das einfach mal mit euch zu teilen. Und zwar machen wir heute drei Bilder, die ihr einfach rein zur Deko aufhängen könnt oder die Leute, die Spaß haben am Basteln, können das gerne nachmachen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Dann fangen wir einfach mal an. Also, ihr benötigt zuerst eine Leinwand. Dann brauchen wir einen Bleistift, um die Buchstaben gleich auf die Leinwand drauf zu malen. Eine Schere, um alles auszuschneiden. Dann eben die Buchstaben, die habe ich einfach bei Word ausgedruckt. Und ein paar Reißzwecken. Dann können wir schon anfangen. Als erstes fange ich an und schneide einmal die Buchstaben aus. So sieht das Ganze dann aus, wenn alle Buchstaben ausgeschnitten sind. Da kann man sie sich erstmal so zurechtlegen, wie einem das gefällt. So, da meine jetzt so abstehen, habe ich die, wie gesagt, noch einmal mit Tesa fixiert, aber auch das war jetzt nicht so der Burner. Wer sich das sparen möchte, kann auch einfach mit den Fingern nachher die Buchstaben immer festhalten, runterdrücken und dann umranden. Wenn man alles einmal so fixiert hat, wie man es gerne hätte von der Position, fängt man an, mit dem Bleistift einmal die Umrandung der Buchstaben nachzuziehen. Achtet dabei darauf, wenn ihr mit dem Bleistift und Buchstaben malt, nicht so doll aufzudrücken, damit man das nachher, wenn die Reißzwecken drauf sind, leichter entfernen kann. Nachdem man die Buchstaben fertig aufgezeichnet hat, fängt man an, die Reißzwecken innerhalb der Buchstaben reinzudrücken. Am Rand müsst ihr ein bisschen aufpassen, bei mir war leider nämlich ein Holzrahmen, also entweder schiebt man dann die Buchstaben eher weiter in die Mitte oder man muss es mit dem Hammer fixieren, dann geht das auch ganz gut. Wenn man es dann geschafft hat, alle Buchstaben voller Reißzwecken zu stecken, ist man dann auch schon fertig. Also stellt euch darauf ein, es dauert länger als gedacht, ich glaube bestimmt eine Stunde, um die Reißzwecken da reinzustecken. Also gerade wenn man da an dem Holzrahmen immer noch hammern muss und so, plant dafür ein bisschen Zeit ein und plant auf jeden Fall auch genug Reißzwecken ein. Ich habe jetzt für das kleine Bild hier, ich glaube, 1,5 Packung verwendet. Das müssten so knappe 150 Stück sein. Und ja, so sieht das jetzt am Ende aus. Ich hoffe, es gefällt irgendwem und vielleicht hatte jemand Lust, das nachzumachen. Für das nächste DIY benötigen wir ein paar Stecker, die habe ich einfach mal im Wald gesammelt, eine Schere, irgendeinen Tuschkasten und Pinsel und ein Farbspray und natürlich auf jeden Fall eine Leinwand. Zuerst legen wir uns die Stecker so in Herzform hin, wie uns das passt. Ich habe mir die einfach dann zerbrochen und immer mal wieder durchgetauscht, sodass es ungefähr am Herz ähnelt. Ihr könnt natürlich auch jede andere beliebige Form machen. Ich fand es aber ganz süß mit dem Herzen. Als nächstes kommt unser Farbspray zum Einsatz. Dann nehmen wir natürlich alle Stöcker, die wir gerade für unsere Herzform ausgewählt haben und sprühen sie in unserer beliebigen Farbe ein. Bei mir werden sie in dem Fall alle gold. Solange die Stöcker dann trocknen, können wir schon mal unsere Leinwand bemalen. Ich habe, wie gesagt, einfach mir einen günstigen Tuschkasten gekauft und passende Pinsel. Und male die Leinwand dann einfach in meiner Lieblingsfarbe Rosa einmal an. Wenn wir damit fertig sind, lassen wir auch den Hintergrund trocknen. Ich lasse meinen jetzt so ein bisschen ungleichmäßig, man kann das aber natürlich auch knallig und einfarbig machen, wie es euch gefällt. Wenn dann die Leinwand und die Stöcker getrocknet sind, können wir uns nochmal die Stöcker so zurechtlegen, wie wir sie später aufkleben wollen und beginnen dann mit dem Festkleben. Als Kleber habe ich einen ganz normalen Alleskleber mir von Rossmann besorgt, also das ist auch nichts Teures oder so und damit hält das eigentlich ziemlich gut.
Für das nächste DIY benötigen wir einen Bilderrahmen, wobei es ganz wichtig ist, dass der ein bisschen dicker ist, ungefähr 2 cm, ein bisschen Tonpapier, eine Schere, Klebe, eine Lichterkette, wobei die am besten batteriebetrieben sein sollte, und natürlich einen Stift. Als erstes muss unsere Pappe auf die Bilderrahmengröße zugeschnitten werden. Dafür nehme ich einfach die weiße Vorlage da raus und male einmal drumherum und schneide das dann aus. Als nächstes habe ich mir ein paar Ränder abgetrennt und meine Buchstaben aufgezeichnet. Ich habe mich in dem Fall für das Wort Home entschieden, aber ihr könnt auch jedes andere Wort darauf malen. So sieht das Ganze dann aus. Ist jetzt ein bisschen schlecht zu erkennen in der Kamera, aber ich habe die Buchstaben so ein bisschen schraffiert. Und die schneide ich jetzt alle einmal aus. Wenn ihr alle Buchstaben ausgeschnitten habt, dann könnt ihr das ganze Papier schon mal in den Bilderrahmen packen. So sieht mein Home-Schild nun aus. Und dafür brauche ich natürlich jetzt auch einen weißen Hintergrund. Dann nehme ich also wieder die Vorlage, man sieht das hier schlecht, zeichne einmal drumherum und schneide mir das zurecht, sodass quasi das Home auf dem weißen Hintergrund liegt. So sieht das Ganze dann im Bilderrahmen aus. Ich habe dann nachher noch für das O noch einen pinken Punkt reingefügt und hinten die Lichterkette dahinter geklemmt, den Rahmen zugemacht und schon seid ihr fertig. So, da sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, für den einen oder anderen war irgendwas dabei, was er gerne ausprobieren möchte, nachmachen möchte. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen, schreibt mir einen Kommentar. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.